Gute Nachrichten für alle World of Dance-Fans, die neue Staffel ist abgedreht, alle NBC-Zuschauer durften sich über den Neustart freuen. Der Sendezeitpunkt für die erste Folge des Formats, das Jennifer Lopez, 49, produziert, war allerdings ungewöhnlich. Denn die lief nicht wie gewohnt am Sonntag zur besten Sendezeit um 20 Uhr, sondern am Dienstagabend. Und noch eine weitere Ungewöhnlichkeit sollte Fans aufgefallen sein, die Sendung wurde nicht von Jenna Devine 38 moderiert. Lag die Moderation der Tanzshow bisher in den Händen der Schauspielerin, wurde nun ihr Kollege Scott Evans für World of Dance verpflichtet. Der Schauspieler gehörte unter anderem zur Crew der US-Serie Liebe, Lüge, Leidenschaft, die mit mehr als 11.000 Folgen zu den langlebigsten Seifenopern der Welt gehört. Sie lief von 1968 bis 2013 ab 1989 auch in Deutschland. Jenna stand zuletzt für den Film Berlin I Love You vor der Kamera, der Anfang Februar in den USA in die Kinos kam. In Deutschland soll der Episodenfilm Mitte Juni anlaufen. Das Format World of Dance wird von Superstar J. Lo produziert und inzwischen in mehr als 25 Ländern der Erde ausgestrahlt. Die erfolgreiche Produzentin sitzt dabei neben Derek Huff, 33, und Ranbir Jo, 39, in der Jury. Die Tänzer, Solisten und Tanzensembles treten um den Siegpreis von $1 Million gegeneinander auf der Bühne an. Matt Winkelmeier, Getty Images, Jenna Devine auf dem World of Dance Event am 1. Mai 2018 Anzeige Getty Images, Skid Evans bei den Oscars 2019 Anzeige Foto bei Kevin Winter, Getty Images World of Dance Juroren, Jo, Jennifer Lopez und Derek Huff Anzeige 74 Total blöd, ich mochte sie sehr, 30 frischer Wind tut dem Format sicher gut, Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.